los, Mann? Ich hab grad festgestellt, dass hier gar nichts läuft. Jedenfalls bin ich aufs Ganze gegangen und hab den Reifen komplett zersendet. Also ich sehe mich hier keine krassen Tricks machen, keine Watchtower oder irgendwas bisher. In a minute, say I talk big, but I live it, yeah. Also Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Weg, oder schon eigentlich Hälfte des Weges haben wir jetzt geschafft. Und zwar sind wir auf dem Weg nach Berching. Da sind ab morgen die Berching Classics, Oldtimer-Treff bzw. USK-Treff und auch Bikes. Und Max und ich sorgen da morgen für das Entertainment-Programm. Das heißt natürlich, wie ihr es nicht anders kennt von uns, wir werden da morgen eine fette Stunt-Show abliefern. Nicht nur morgen, sondern auch Samstag und Sonntag. Ganzes Wochenende, volles Programm. Wir haben ordentlich Reifen eingepackt. Es ist 2.37 Uhr, wen juckt's. Wir sind alle echt groggy jetzt. Nach über 7 Stunden Fahrt, Alter. Jetzt hier irgendwie unsere Unterkunft gefunden. Pennst du jetzt hier drin? Ja. Max macht mein Bett gerade. Max, die Hotelfahrfrau. Berching ist übelst die Mittelalter-City, wie man hier an den Häusern erkennen kann. Oder auch nicht, weil es wahrscheinlich viel zu dunkel ist. Wir sind jetzt alle groggy, gehen ins Bett. Groggy AF, ey. Merkt euch das Wort. Ja. Ey, das ist mein Schlafrad. Keine gute Idee. Zimmer 9 bis 32. I show you my cribs. Warum steht hier eine Couch? Keine Ahnung. My cribs, man. Fucking flat screen. Kann man Winning sehen? Und ist Finning wach? Guten Morgen. So Leute, Tag 1, Berching Classics. Erste Show heute 17 Uhr. Wir haben jetzt kurz vor 12. Fahren jetzt zum Spot, machen die Bikes ready. Alter, ich hab den falschen gemacht. Wir sind jetzt angekommen auf dem Platz von den Berching Classics. Wir machen jetzt, bevor wir hier irgendwas abladen, die erste Spotbegehung. Erstmal überhaupt zu gucken, zu checken, wie der Spot aussieht, was man da reißen kann, was man vielleicht nicht machen kann. Dann werden wir erstmal abladen und uns ein bisschen einfahren auf den Platz. Muss immer ein bisschen gucken, wie ich gerade schon sagte, was kann man auf dem Spot machen, was sollte man lieber nicht machen. Man muss natürlich auch immer so agieren, dass alles safe ist. Das werden wir jetzt erstmal checken. Das ist der Spot, der Place to be für heute. Also man sieht schon, wir haben nicht die Breite an Fläche. Das heißt, Combos und Circuits, die jetzt viel Platz einnehmen, müssen wir gucken, inwiefern wir die machen können. Ansonsten ist es alles ein bisschen schräg, muss man auch darauf achten, wenn man seine Wheelies in eine Richtung macht, in welche Richtung einem das besser liegt. Für Stoppies scheint es ziemlich cool zu sein, wir haben viel Anlauffläche. Wir haben gerade erfahren, Rolling Burnouts gehen wohl klar. Das heißt, schwarze Streifen scheinen nicht so schlimm zu sein. Real Talk? Ja. Alles voll Burn. Ja. So, wir müssen jetzt erstmal versuchen, hier unsere verknoteten Bikes wieder locker zu bekommen. Was haben wir dabei? Wechselfelge für die 636, zwei Wechselreifen, Spaten, Kanister, Werkzeug, Rampe, zwei Bikes, Bikeständer. Das war's, ne? Aber ist schon verdammt viel, Digga, für so einen kleinen Anhänger, Mann. Was ist denn da los, Mann? Ich glaube, ich habe die Batterie ein bisschen gefickt die ganze Zeit, Digga, mit meinem Standgas versuchen. Zu einem professionellen Stunt-Rider gehört natürlich auch die professionelle Schutzkleidung. Das fängt bei mir schon an meinem Arschpolster an. Ich bin ja bekannt dafür, sehr viele Sprünge mit dem Arsch auf meinen Tank zu machen. Blaue Flecken sind da an der Tagesordnung am Arsch. Deshalb habe ich mir so eine geile Amazon 20 Euro Polsterhose gekauft, die auch nicht viel bringt. Aber gut. Weiter geht's mit den Knieschonern. Auch nicht zu vernachlässigen. Ich bin sehr darauf aus, alle meine Gelenke zu schützen, weil alles, was man sich an den Gelenken zuzieht, immer man hat, ist einfach ewig. Es tut scheiße weh, wochenlang. Letztendlich ist man nur selbst der darunter leidet, weil man nicht fahren kann. Also da habe ich dann auch keinen falschen Stolz und ziehe mir lieber ein paar Protektoren mehr an, als dass ich dann wochenlang ausfallen muss. Also der Spot ist nicht so geil, wie er auf den ersten Blick aussah. Ich habe schon von vornherein meine Bedenken gehabt bei so einer schmalen Straße, aber es ist halt noch schlimmer als sonst. Ich bin dann direkt weiter auf den Schotter. Also ich sehe mich hier keine krassen Tricks machen, keine Watchtower oder irgendwas bisher. Muss ich noch ein bisschen einfahren. Es ist schon echt kritisch, dazu ist es halt sauschräg. Man kann die meisten Tricks nur in eine Richtung gut machen. Ah, Mann.
Wir sind jetzt hier gerade erstmal wieder nach unserer ersten Trainingseinheit im Lager und wollen jetzt erstmal eine kleine Lagerbesprechung zum Spot machen, was wir da machen können und uns ein kleines Show-Konzept überlegen im Sinne von einem groben Rahmen, wie wir das Ganze gestalten. Also ich bin immer dagegen, alles Trick für Trick durchzuplanen und alles ein bisschen Freestyle zu halten, und das wollen wir jetzt erstmal hier alle ein bisschen durchspielen. Zusätzlich haben wir hier Unterstützung noch von Alex App. Ich finde mir das ein bisschen Supermoto. Wir wurden alle hier eingeladen und fahren zusammen eine Show und wir arbeiten halt ein bisschen in unser Showkonzept ein, sodass das eine runde Nummer aus Duke Sportsbike und Supermoto. Wir werden gerade angesagt, beziehungsweise ihr. Ja, und gerade festgestellt, dass hier gar nichts läuft. Max und Tommy wollten ein Hemd fahren. Von Max sein Hemd. Oder muss. Hat die besten Tage allerdings hinter sich. Hier werden sich fleißig die Haare gekämmt, damit man unter dem Helm auch gut aussieht. Alter, kannst du nicht mal sexy, dann noch reinstecken. Tommy, hast du noch einen Gürtel? Hey, aber ziehen wir uns keine Rückprotektoren? Noch ein Gürtel. Ich habe keine Ohren. Sieht so aus, Alter. Zieh das Hemd raus jetzt. Henning, mach mal kurz Porträtfoto von dir. Show ist durch, wir sind völlig fertig, lief aber soweit eigentlich alles gut. Wir müssen jetzt erstmal zum Lager zurück. Die Bank wieder einsammeln, Digga, und ich brauche was zu trinken, weil ich hab so eine Mundwüste. Also ich muss sagen, für die Bedingungen, die wir jetzt hatten und für doch die eingeschränkte Vielfalt an Tricks, war die Show echt gut. Also das, was wir mal konnten, haben wir gut umgesetzt. Wir haben viel Krach gemacht, jetzt wenig technische Sachen. Aber voll okay, Alter. Ich glaube, ich schwitze wie Sau. Ja, aber so eine Stuntshow hatten wir auf jeden Fall lange nicht mehr, die so wenig technisch war und wirklich nur so auf Qualm, Geschwindigkeit etc. Aber ich fand, das Publikum hat es relativ gut angenommen. Ja, es ist ein cooles Publikum. Also sind halt alles Leute, die sich mit Motoren so, also die interessiert sind, alles so Rocker, alles coole, entspannte Leute, haben es geil gefeiert, haben auch applaudiert. Und das ist eigentlich das, was du brauchst bei einer Show. Weil wenn du immer nur mit dir selbst arbeitest und kein Feedback kriegst, ist der letzte Scheiß. Aber echt war gut, gutes Publikum, auch für die wenigen Leute. Ich bin mal gespannt, was morgen passiert. Ich glaub, Samstag wird noch voller. Auf jeden Fall. Ja, so 5000 Leute sind angekündigt insgesamt. Digga, ich denk mal, mindestens 3000 werden sich davon. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zuschauerwiese voll ist morgen. Ja. Dann sind wir gespannt, Digga. Turn up. Nichts Herrlicheres. Jetzt nach einer gelungenen Show hier den Abend ausklingen zu lassen. 350 EXC 2019. Tommy und ich rippen die jetzt langsam die Kamera. Let's go. Tommy will's Kratzen hören, glaube ich. Let's go, Digga! Und das war der Schleifer. Let's go. Raubtierfütterung! Sand it. Dann ist es seine. Alter. Wir hatten Jägerschnitzel. Wieso Jägerschnitzel? Jetzt mal. Dieser Moment, Digga, wenn jeder Pizza bestellt hat und Winning statt seiner Champignons Jägerschnitzel bekommt. Ich hab's noch nicht mal angeguckt. Also Real Talk. Das sieht voll gut aus, Mann. Digga, das sieht übelst ranzig aus. Mit Pilzen. Immerhin Pilze, Digga. Sind nur nicht auf der Pizza. Digga, da die Pommes reindippen, let's go. Guten. Ja, ich habe in der letzten Show noch, bin ich nochmal voll aufs Ganze gegangen, nachdem wir gestern noch einen abendlichen Cent gemacht haben hier auf Max Planke. Der Stimmung wegen. Na, jedenfalls bin ich aufs Ganze gegangen, habe den Reifen komplett zersandet. Ich habe immer schon Ersatzfelge am Start, weil manchmal hat man Probleme, wenn man den Reifen per Hand draufzieht, dass du die Luft nicht richtig raufkriegst und so weiter. Scheibe schrauben wir einmal um. Ich habe auch zwei Scheiben. Aber habe gemerkt, dass zwei verschiedene Scheiben, dass sie sich komplett unterschiedlich fahren. Deswegen habe ich immer die gleiche Scheibe. Ich tausche die einfach aus. Und dann können wir nächste Show weiter Rollies poppen. Max, erzähl mal, was bei dir in der Show passiert. Duke hat auf einmal nur noch Halbgas angenommen, ist auch ausgegangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich kann es mir eigentlich denken, wahrscheinlich an Hitze. Trotz Zusatzlüfter und jetzt google ich erstmal. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache. Ich bin überglücklich. Vielen Dank an KTM, Official Deutschland, keine Ahnung was. Da waren gerade zwei nette Männer da, haben sich die Duke angeguckt und haben relativ schnell erkannt, dass es hier die Zündspule von der inneren Zündkerze ist. Das Ding war einfach locker. Wir müssen das jetzt befestigen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass das der Scheiß so locker ist, aber wen juckt? Super schön. Machen da jetzt ein Loch rein und dann stecken wir da einen Kabelbinder durch und dann befestigen wir damit meine Zündspule. Weißt du, wer das vorgeschlagen hat? KTM Deutschland. Ja.
RSV einfach im Arsch, Mann. Geht einfach aus. KDM Deutschland hat vorhin gesagt, dass hier dran liegt. Jetzt haben wir Kabelbinder dran gemacht, jetzt bewegt sich hier gar nichts mehr. Jetzt hat KDM Deutschland Feierabend. Wir gucken uns jetzt erstmal die Zündkerzen an, auch wenn mir bisher schleierhaft ist, was das jetzt bringen soll. Aber solange wir motivierte Leute an meinem Bike schlafen. So, Tag 3, Sonntag, 11:30. Tommy fällt auf, ja, ich sollte vielleicht mal meine Bremse entlüften. Sucht jetzt sein Entlüftungszeug im ML. Gut. Ja, bei dem Wetter fällt Show auf jeden Fall hinten auf dem Platz flach. Aber Tommy möchte jetzt vor dem Festzelt standen. Hier vor der Gyros-Bude wird jetzt erstmal Sancho gefahren. TGIF, got a little money on a Spotify check. Shipper picking up, but I've been paying off debt. Haven't had a minute here to take a breath yet. No sweat, ain't nobody got it like this. A year ago was picking up a couple side shifts. Funny how the tide shift. At least I know I got a lot of people like to bump in my shit. Yeah, I keep getting better, they keep getting better. Turning 26 letters into six figures. God willing, gotta keep the wheel spinning. No ceilings, no chilling, got a pretty dope feeling. Boy, all my shit fuego. Don't be throwing rotten tomatoes. Since Egos and Legos, I've been like Lego. Baby, let's do it. Talking brass tacks, time to get down to it. Oh, hey. Hit every line with a blitz, ayy. Man is first right here to test, ayy. Put some Henny to the list. Damn, this shit might make me a rich man. Some people that told me you can't swing, but I guess the payback a bitch ain't. We gotta turn over every stone. Shout out to Justin to take us home. Get things done in a minute. Say I talk big but I live it, yeah. Get things done in a minute. Say I talk big but I live it. So, für mich als leidenschaftlichen Combo-Dropper war der Spot halt tatsächlich geiler als der andere, weil ich ein bisschen Platz hatte, wenigstens so ein bisschen, zwar ohne Kupplung, aber so auf sanfte Combos machen zu können. Hab sogar einen Watchtower hier machen können, das war eigentlich mein Ziel für die ganzen Shows. Und ja, dafür, was hier gegeben war, nass, sandig, ich glaube, war es echt cool. Also, soll noch einer mal sagen, das ist kein Hardslife mehr bei uns. Bruder muss groß. So, Leute, Bärchen Classics 2019. Schön war es gewesen. Wir verabschieden uns jetzt wieder nach Hamburg. Turn up. Winning, willst du noch was sagen? In Jux kauf Merch.